Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. So eine Art soziales Experiment, würde man sagen. Ich habe nämlich mir zwei neue Undercover-Accounts besorgt. Einmal diesen hier und ich wechsle einmal ganz kurz rüber. Eine Sekunde. Und einmal diesen hier, einen Mädchen-Account. Ich habe nämlich heute Folgendes vor. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das so ein bisschen die Runde macht, dass man als Mädchen ein bisschen bevorteilt wird von Usern. Und ich dachte mir einfach mal, ich teste das heute hier einfach mal in einem kleinen Experiment aus. Ich werde heute mal zu ein paar User gehen. Erst mit dem männlichen Account quasi. Und einfach mal fragen, ob die vielleicht mal 50 Euro oder so übrig haben. Und dann direkt danach mit dem Mädchen-Account, um zu schauen, ob das vielleicht wirklich eventuelle Vorteile mit sich bringt, als Mädchen auf einem Minecraft-Server unterwegs zu sein. Ich werde es heute auf jeden Fall herausfinden. Es haben sich einige von euch gewünscht. Ich bin da nicht selber drauf gekommen. Deswegen auf jeden Fall danke an euch. Und falls ihr Ideen habt, falls ihr Sachen wollt, die ich mal machen will, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, dass ich sowas öfters mache, dann vergesst doch auf gar keinen Fall jetzt hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Okay, Freunde, wir haben unser erstes Versuchskaninchen und ich würde sagen, wir legen direkt los und fackeln gar nicht lange und schreiben einfach mal direkt, wonach könnte man fragen. Ich glaube, ich mache es einfach relativ unkompliziert. Ich frage einfach nach 50 Euro. Das werde ich gleich natürlich auch mit dem Mädchen-Account machen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, wie alle immer sagen. Jetzt werden wir es auf jeden Fall heute rausfinden, Freunde. Ich schreibe ihm auf jeden Fall erstmal eine MSG. MSG, hey, sorry, dass ich störe. Hast du eventuell 50 Euro über? So. Wie gesagt, irgendwie ist mir das immer ein bisschen unangenehm, nach Geld zu fragen, aber alles im Sinne der Wissenschaft, Freunde. Wir machen das ja heute hier nur, um das Ganze mal ein bisschen auszutesten. Wie gesagt, nehmt mich hier nicht als Beispiel, fangt nicht an zu schnorren. Niemand mag Schnorrer, Freunde. Nee, Mann, hab selbst kaum was. Echt nicht schade. Nicht mal 25? Immer schön hartnäckig bleiben, Freunde, ihr wisst Bescheid. Aber ich glaube fast, dass wir hier... Er schreibt, nein, hör auf zu geiern. Okay, schönen Abend dir noch. Gut, dann würde ich sagen, jetzt, keine Ahnung, was heute mit mir los ist, ich verschreibe mich. Er schreibt auch tschö. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, dann wechsle ich doch jetzt einfach mal den Account und statte ihm nochmal einen Besuch ab. Mal schauen, ob wir was bekommen. Okay, Freunde, ich habe jetzt den Account gewechselt. Schaut mal, mein anderer Account steht hier gerade noch. Aber egal, das macht gar nichts. Ich würde sagen, ich frage ihn jetzt einfach nochmal. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so auffällig kommt, weil das ist gar nicht mal so lange her, dass ich gefragt habe. Aber wir probieren es einfach mal. MSG, Ostinator. Hey, wie geht's? Kannst du mir kurz aus der Patsche helfen? Er schreibt uns sogar direkt an. Hi. Ja, was ist denn? Also ich werde jetzt nicht wieder nach 50 Euro fragen. Das wäre zu auffällig. Ich werde nach 43 Euro einfach fragen. Hast du eventuell 43 Euro für mich? Sorry, dass ich Frage, aber das ist echt wichtig für mich. Okay, jetzt bin ich mal echt gespannt. Gerade meinte er, er hätte selber kaum was und wollte uns nichts geben. Ist ja auch gar nicht schlimm, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Er schreibt okay. Er hat uns gerade 150 Euro gegeben. Danke dir, du bist ein Schatz. Hey, das glaube ich ja nicht. Gerade eben war er noch so abweisend zu uns. Und jetzt gibt er uns 100... Ich frage sogar nur nach 43 Euro. Und er gibt uns 150 Euro direkt. Mensch, Mensch, Mensch. Warum der das wohl gemacht hat? Naja, das wird wohl... Das wird er wohl selber am besten wissen. Aber, gut, das hat auf jeden Fall jetzt das erste Mal direkt geklappt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt beim ersten Mal klappt. Okay, aber na gut. Dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal bei einem anderen Spieler. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jedes Mal so ist. Naja, gut. Dann würde ich sagen, dann wechsle ich jetzt nochmal den Alt. Och, wir kriegen sogar
Ach, wir kriegen sogar ein paar Melonen. Also Essen schadet nie, die nehme ich doch gerne. Und sogar, er gibt uns sogar Kürbisse. Ich habe ihn nicht danach gefragt. Und er... Okay, jetzt kriegen wir auch noch Gold. Danke dir. Ich muss jetzt weiter. Ich komme später nochmal. So, dann würde ich sagen, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal aus. Dann wechsle ich jetzt den Account wieder auf den hier. Und dann probieren wir das mal bei einem anderen User aus. Ich bin echt gespannt, ob das wirklich immer so ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, ich werde es jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Okay, ich stehe wieder vor einem Grundstück von einem erneuten, ich nenne es jetzt einfach mal Versuchskaninchen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dieses Mal abläuft. Schauen wir doch mal, gerade eben war er noch da. Wartet mal, wo ist er denn jetzt hin? Hä? Bin ich jetzt... Wartet mal. Ach, da ist er. Ich habe ihn gar nicht gesehen, er war gerade oben. Na gut, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los und schnorren ihn doch einfach mal an. Wartet mal, ich brauche kurz seinen Namen nochmal. Sein Name war SFK, genau, so, MSG, SFK. Hey, kannst du mir einen Riesengefallen tun? Ich bräuchte einmal deine Hilfe. Jetzt schreibt er, hast du eventuell 50 Euro, Euro übrig? Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Ich, wie gesagt, eigentlich nehmt euch das, wie gesagt, auf gar keinen Fall zum Vorbild, dass ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche User anschreibe und nach Geld bettle. Das wird auch gar nicht mal so gut, so gerne gesehen auf dem Server, das kann ich euch sagen. Also damit werdet ihr nicht weit kommen, aber wie gesagt, es ist jetzt ja nur fürs Video. Safe wäre echt richtig nice. Ich werde jetzt noch einmal fragen, wenn er jetzt gleich wieder sagt nein, dann werde ich es auch lassen. Ich will jetzt hier auch keinen jetzt hier nerven in dem Video. Das habe ich letztens einmal gemacht. Letztens war ich richtig aufdringlich, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Aber, okay, er schreibt, nein, ich schenke dir kein Geld einfach so. Okay, kein Problem. Schönen Abend dir noch. So, gut, dann würde ich sagen, dann wechseln wir jetzt nochmal den Account und, versuchen wir unser Glück. Bis gleich. Übrigens, fast bevor ich es vergesse, wir haben jetzt auch ein neues Feature auf Durchrasten. Ich sehe das hier gerade. Ihr bekommt alle halbe Stunde eine Belohnung, wenn ihr online seid. Ihr müsst einfach nur eingeben /Belohnung. Das gebt ihr ein und dann klickt ihr hier drauf und wir haben 250 Euro bekommen. Für eine halbe Stunde gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, einfach nur aktiv auf dem Server spielen und dann könnt ihr euch jede halbe Stunde eine Belohnung abholen. Das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, deswegen sind wir aber jetzt ja gar nicht hier, sondern wir versuchen jetzt unser Glück bei dem User hier. Wo ist er denn? Ich schreibe ihm einfach mal eine MSG. MSG, SFK, hi, ich stehe vor deinem Haus. Kannst du mir einen riesen Gefallen tun? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das lief, glaube ich, gerade zu gut. Das war zu schön, um wahr zu sein. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wir werden es sehen. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch auf seine Antwort warten. Aber er lässt sich gerade ganz... oh, und der Nächste. Ich glaub's nicht. Lies das Schild neben meiner Tür. Keine Schnorrer. Das war da gerade noch nicht. Kann das sein? Das hat er da gerade hingemacht, oder? Okay. Oh Mann, ich verstehe ihn ja auch. So ist es ja nicht, ne? Ich meine, wer... Jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Wer mag schon Schnorrer? Jetzt mal ganz ehrlich. Naja, gut. Da hatten wir hier wohl anscheinend kein Glück. Dann würde ich sagen, dann probieren wir es auf jeden Fall noch einmal. Mich interessiert das, ob das jetzt wirklich so ist oder ob es nicht so ist. Denkt mal, das interessiert euch auch auf jeden Fall. Aber hier bei ihm hier hatten wir jetzt auf jeden Fall kein Glück. Okay, kein Problem. Schönen Abend dir noch. So,
Gut, dann würde ich sagen, Freunde, dann wechsle ich jetzt noch einmal den Account und jetzt... Einmal müssen wir es jetzt noch hinbekommen, Freunde. Einmal noch. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr sowas öfters sehen wollt, vergesst auf gar keinen Fall den Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt noch einmal umgelockt und ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal unser Glück. Ich fackel gar nicht lange und schreibe ihm direkt eine Nachricht. Brutal FK heißt der Gute. Könntest du mir einen Riesengefallen tun? Und mir eventuell 60 Euro geben. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Was steht denn hier vorne? Heute Angebot. Ein Dia 15 Euro. Morgen Sonderangebot. Ein Beacon 120.000. Also ein Dia 15 Euro, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann ich euch sagen, Freunde. Er schreibt 60 Euro. Okay. Oh, er hat uns... Er hat uns 60 Euro gegeben, das ging jetzt ja mal mega unkompliziert. Hey, mega, danke dir. Wisst ihr was, dann würde ich sagen, dann geben wir ihm doch mal einfach im Gegenzug zwei Dias und unser Starter-Equip-Zeug. So, und dann, er schreibt auch danke. Na gut, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt nochmal unser Glück mit den Mädchen. Brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, weil wir jetzt schon hier mit was bekommen haben. Aber ich würde sagen... Wir machen es trotzdem einfach mal. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt nochmal umgelockt und ich würde sagen, wir probieren jetzt nochmal unser Glück. Und dann schreiben wir ihm einfach mal MSG Brutal FK. Hey, ich brauche einmal deine Hilfe, bitte. Ich werde jetzt nicht wieder denselben Geldbetrag sagen, das wäre mega auffällig. Ich bräuchte 45 Euro. Kannst du mir eventuell helfen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Er hat gerade schon dem anderen Account Geld gegeben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der gewillt ist, nochmal jemandem Geld zu geben. Aber wir werden es sehen. Okay, er schreibt... Nee, sorry, ich hab gerade schon einen was gegeben. Und jetzt gerade in dem Moment gibt mir Mika 3x1 Cent, okay? Sonst eigentlich ja, aber nix gerade sonst. Okay, also, das ist jetzt ja mal was ganz anderes, was wir eigentlich erreichen wollten. Jetzt haben wir mit dem roten Account da hinten was bekommen, aber gar nicht mit dem Mädchen-Account. Aber naja, so kann's auch laufen. Also, man kann auf jeden Fall sagen, es gibt einige Spieler... die Mädchen bevorteilen, ganz klar, das haben wir gesehen bei dem ersten, den wir heute erwischt haben. Aber es ist gar nicht mal so, dass jeder so denkt. Und das ist wirklich, das habe ich mir eigentlich auch schon fast gedacht. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Aber war auf jeden Fall mal ganz interessant. Oder was meint ihr, Freunde? Wenn ihr das auch interessant fandet, dann lasst hier gerne mal einen Daumen nach oben. Da würde mich mega freuen. Und wenn ihr Ideen habt, was ich so machen könnte mal, dann schreibt gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und denkt auf jeden Fall dran, Freunde. Jede halbe Stunde könnt ihr euch ab sofort bei uns mit /Belohnung eure Belohnung abholen. Auf durchrasten.de. Die Server-IP findet ihr natürlich wie in jedem Video oben in der Videobeschreibung. Kommt alle drauf, würde mich mega, mega freuen. Vielleicht sieht man sich ja eventuell sogar mal da. Und dann mach's jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.